Hallo Freunde, heute geht es mal wieder um meine Ameisen. Ich habe das sehr häufig in den Kommentaren gelesen und da ich heute so das Formikarium sauber mache, dachte ich mir, mache ich ein Ameisenvideo. Ich habe vor ungefähr vielleicht einem oder halben Jahr mal geplant, ein Experiment zu machen, die Ameisen zu färben. Da gibt es coole Videos, da gibt es coole Fotos und so weiter, wie man die Ameisen färbt. Denn wenn die zum Beispiel die ganze Zeit irgendwas Blaues essen, danach haben die so einen blauen Hintern und so weiter. Ich habe mir das Teil mal vor... Ich weiß nicht, also ich sag jetzt einfach mal einem Jahr gekauft, aber ja, wie man sehen kann, das ist abgelaufen. Damals, das hat sehr schnell irgendwie komischerweise die Farbe verloren. Das Teil sollte eigentlich blau sein. Ja, hier steht auch blau. Ja, und ich habe im Internet gelesen, man braucht eigentlich nicht unbedingt den Endstore oder sowas zu kaufen. Das hat damals, glaube ich, 3 Euro oder so gekostet. Man kann das sogar selber mit normaler Lebensmittelfarbe machen. Einfach Zuckerwasser oder Honigwasser mit ein paar Lebensmitteltropfen zu verfärben. Und das werden wir heute mal testen und wir werden unser Formikarium aufräumen. Ja, wie man sehen kann, das ist ziemlich dreckig und es wird immer wieder mal Zeit. Von diesem Formikarium habe ich mal ein Review-Video gemacht. Das ist ein ziemlich cooles Teil, hat aber ziemlich viel gekostet. Kommt aus Russland, also eBay weltweit, da habe ich das geholt. Ja, und das werden wir wieder zusammenbauen, alles ein bisschen schön machen, alles sauber machen und dann kommen da die Ameisen. Ich zeige euch die Kleinen mal wieder. Die sind hier am Chillen und ich vermute, die freuen sich besonders auf die Experimente. Oh, die Schärfe ein bisschen, so. So, das sehen die. Schauen wir uns die mal näher an. Also die Königin sieht man jetzt nicht, aber wir werden uns die auf jeden Fall anschauen. Die ist riesig im Vergleich zu den anderen. Ja, die legt ja auch sehr viele Eier, die sind sehr fleißig. Ja, das sind sehr dunkel. Ich hoffe, das wird bei denen klappen, dass wenn sich deren, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, auf jeden Fall den Hintern aufbläst, da gibt es solche Streifen, die sind ein klein wenig durchsichtig und dann wird man dadurch sehen können, ob die Ameisen blau, rot oder gelb sind. Ich werde das versuchen in 2 oder 3 Farben heute zu machen. Ja, und dann schauen wir, ob man die unterscheiden kann. Da gibt es auch noch genug Eier, Larven und so. Ja, die werden wir gleich mal rausholen, aber erst einmal machen wir das Formikarium richtig sauber, machen alles neu, ein bisschen Deko und so weiter. Da ist ein klein wenig Moos, Sand und blaue Steine kommen da rein. Man kann natürlich etwas Dunkles holen, aber ich finde, wenn da etwas dunkel ist, dann sieht man die Ameisen da drauf nicht so gut. Und auf Blau oder auf Sand sieht man die ziemlich gut, finde ich. Mir gefällt das so. In diesem Formikarium ist normalerweise hier so eine Öffnung und unten ist eigentlich ein Behälter, da macht man eigentlich so den ganzen Dreck einfach rein. Aber da sind jetzt meine Grillen drin, die habe ich jetzt, halte ich da, damit, ja, was ich meinen Gottesanbeterin oder Mantis und meinen Ameisen zu fressen gebe. Hier, ich zeige die euch mal kurz, ja, die sind groß, also für die Ameisen sehr groß, aber ich bin am Überlegen, einfach einmal reinzuschmeißen und schauen, ja, wie der Kampf ausgehen wird. Auf jeden Fall, irgendwann mal wird die Grille wahrscheinlich nicht mehr so viel Kraft haben, es sind ja auch nicht mehr so viele, müsst ihr demnächst mal neue bestellen, Heimchen oder so. Da sind die beiden Mantis. Manchmal ist das sehr interessant, weil die beide ganz nah an diesem Netz dran sind. Ja, die greifen sich gegenseitig an. Das sind ja Kannibalen. Und ja, ich warte darauf, bis sie erwachsen sind, dass ich die verpaaren kann. Und da ist meine dritte. Die ist, wie ich finde, die größte. Das ist ja noch das Terrarium, was ich selber gebaut habe. Darüber gibt es auch ein Video. Ja, also auf jeden Fall, der geht das gut. Die hat auch bis jetzt nur eine Häutung. Alle haben bei mir jetzt eine Häutung hinter sich, nachdem ich die gekauft habe. Also, das grobe Zeug hole ich mal auf die Schnelle raus. Und dann gehe ich da einfach mal mit einem Staubsauger rein. Oder ich entferne erstmal die blauen Steine und dann den Sand kann ich einsaugen. So, Moos, den muss man ein klein wenig nass machen. Und hier ist das Nest. Ich habe das rausgeholt und abgespielt. Man sieht, da ist immer noch ein klein wenig dreckig. Ja, sehr schwierig, das sauber zu bekommen, ohne das kaputt zu machen. Ich weiß nicht, es war zwar ziemlich dreckig, aber ich denke, die Ameisen haben sich da immer noch gut gefühlt. Aber ja, für mich war das nicht mehr so schön von Ansehen her. Deshalb wird das sauber gemacht und dann kommt da wieder die rote Folie drauf. Eine Schraube habe ich jetzt schon mal dran gemacht, damit es ein klein wenig stabiler ist und insgesamt muss ich noch 100.000 Millionen, wie man hier sieht. Eine ganze Menge auf jeden Fall für so ein Teil. Ja, es macht nicht so wirklich Spaß, das auseinanderzubauen, wieder zusammenzubauen, aber hin und wieder muss es sein, ja. Also das Nest ist drin, wir machen jetzt weiter. Ich werde das ein klein wenig befeuchten. Hier stecke ich so eine Pipette rein und lasse da ordentlich Wasser reinlaufen. Jetzt kommt die ganze Deko rein, doch zuerst verschließe ich das Nest für unser Experiment, damit die Ameisen da nicht reinlaufen, damit die erst einmal alle oben sind und ja, nach dem Experiment mache ich das auf und dann die Königin entweicht und alle laufen dann nach unten in deren Nest, ja, suchen sich deren Plätzchen aus.
So sieht das Ganze momentan aus. Hier kommt gleich Zuckerwasser, also gefärbtes Zuckerwasser für unser Experiment. Das Moos muss ich auch noch ein klein wenig befeuchten. Schon ziemlich trocken. Hier auch. So. Ich hoffe, die werden sich hier wohlfühlen. Da ist eine halbe Walnussschale. Vielleicht verkriechen die sich am Anfang da drunter. Und hier auch etwas von der Kokosnuss. So. Ich hoffe, das wird denen gefallen. Also Freunde, die Ameisen kommen da jetzt rein. Ich werde hier oben kein Talkum verwenden, denn da kommt der Deckel drauf. Ja. Ich gebe denen dann jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit, damit die da selber alle rauskriechen. Und dann fangen wir mit dem Experiment an. Deckel oben drauf. Also schaut mal, wie aggressiv die sind. Aber auch verständlich, ja. Alles neu für die. Ich hoffe, ich habe auch alle Löcher verschlossen, denn das wäre sehr lustig, wenn die mitten in der Nacht alle ausbrechen würden. Das sind deren Eier. Ich denke, gleich werden die einsammeln und rauskommen. Ich hoffe, dass sie nicht sich vornehmen, da drin zu bleiben, denn dann muss man die, ja, ich sag mal in Klammern mit Gewalt rausholen. Normalerweise sollte man denen schon Zeit lassen, ganz besonders der Königin, denn wenn die Königin drauf geht, ja, ist die Kolonie hin. Deshalb Stress, ne? Stress können die überhaupt nicht ab. Vibration und sowas, also Handy sollte neben einem Vollbekarium nicht liegen, was die ganze Zeit vibriert und so weiter. Normalerweise, ich habe so eine schwarze Matte, wo drauf das steht, und ja, da kommt auch noch eine Heizmatte. Ich glaube, da sieht man den Hintern der Königin. Man kann sehen, die Arbeiterinnen sind alle fast gleich groß, also wie zum Beispiel bei Lasius Niger, da gibt es ganz kleine und dann die Riesenviecher, also sehr interessant diese Art. Genau, das habe ich noch mal gesehen. Das muss. Ich packe da einfach eine Pinnadel rein. Ja. Einfach die Öffnung verschließen. Da kommt Wasser, denn normalerweise die könnten durch das Nest da rauskriechen. Deshalb am besten komplett alles dicht machen. Diesen Stein packen wir demnächst auch mal weg, dann können die runter. Ja, schauen wir, ob wir das heute noch verfolgen werden. Aber gleich kommen wir zu dem Experiment. Ich lasse den jetzt ein klein wenig Zeit und ja, wir sehen uns gleich. So, ich musste die Ameisen jetzt doch selber rausholen, denn das wäre nichts geworden. Die sitzen da alle in der Kokosnuss drin. Schauen wir uns mal an. Also sieht man jetzt hier nicht. Irgendwie will das nicht scharf stellen. Auf jeden Fall, da sind die alle Ameisen. Ja, wir fangen jetzt mit dem Experiment an. Ich habe hier ein Glas. Da kommt etwas Zucker rein. Und natürlich etwas Wasser. Ein paar Tropfen blaue Lebensmittelfarbe. Eins, zwei. Und das Ganze vermischen. Also Freunde, rotes Zuckerwasser ist fertig, blaues Zuckerwasser ist auch fertig, die Ameisen sind bereit. Jetzt denke ich, hätte ich oben vielleicht doch einmal drumherum ein klein wenig Talkum aufgetragen, denn ja, nicht, dass die gleich anfangen abzuhauen, aber wir legen mal los. Schaut mal Freunde, zwei Stück trinken schon, drei Stück trinken schon. Jetzt werden wir das Ganze mal ein klein wenig beobachten. Deren Hintern ist sehr schwarz. Ich weiß nicht, ob es bei dieser Ameisenart zu sehen sein wird, aber das sehen wir ja gleich. Auf jeden Fall, das Hinterteil wird immer größer. Schaut euch mal an, wie die sich alle in der Kokosnuss versammelt haben.
Also wie es momentan aussieht, haben die nicht wirklich viel Hunger und viel Durst. Schaut mal, Freunde, der hat einen blauen Hintern, schaut mal. Nein, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Habt ihr gesehen, der hat auf jeden Fall einen blauen Hintern. Also man könnte durch die Streifen sehen, da schaut mal, schaut mal, schaut mal. Der mit dem blauen Arsch. Ja. Also Freunde, es hat tatsächlich geklappt, seine Ameisen zu verfärben. Würde sich sein Hintern noch weiter ausbreiten, also würde er noch mehr trinken, würde man das noch besser sehen. Ja, die kann man jetzt ein klein wenig unterscheiden. Also ich finde, das ist richtig cool, Freunde. Schaut mal, das ist der mit dem blauen Hintern, aber den mit den roten finde ich nicht. Ja, hätten die bloß noch ein klein wenig getrunken, damit der Hintern noch größer wäre, das wäre richtig cool. Aber auf jeden Fall, Freunde, schaut mal, das Experiment hat geklappt. Ja, der ist ein klein wenig verfärbt. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Wir werden wahrscheinlich damit noch weitere Experimente machen, vielleicht mehrere Farben, und ja, ich hoffe, dass sie ein klein wenig mehr trinken. Und da gibt es ja noch Ameisen, die größer sind und noch größeren Hintern haben, aber ja, die haben davon leider noch nicht gekostet. Ich hoffe, die kommen noch auf deren Kosten. Wo ist der? Ja, das ist der hier. Ich werde jetzt den Stein da wegmachen und ich lasse die jetzt alle in ihr Nest rein. Und ja, ich hoffe, die Königin als erstes. So, muss schnell gehen. Denn die sehen Eindringling, ja, seht ihr, ganz kurz die Hunter, die drehen schon durch, sofort Agro schieben. So, das Teil ist zu. Also Freunde, ich lasse die da jetzt in ihr Nest, ja, der erste ist schon drin, aber wieder raus. Auf jeden Fall, die werden demnächst da reinlaufen. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten, wir sehen uns auf jeden Fall die Tage, Freunde, ciao.